Am 13. Januar hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu in einer offiziellen Ansprache auf ein angebliches Zitat von Olaf Scholz verwiesen. Ich zitiere kurz: Nicht umsonst sagte Bundeskanzler Scholz, nachdem er die Gräueltaten des Massakers vom 7. Oktober gelesen hat und gesehen hatte, Hamas sind die neuen Nazis. Diese Aussage hat er dann auch noch auf seinem offiziellen X-Account wiederholt. Da man jetzt außerhalb von Benjamin Netanyahu keine Belege für dieses Zitat findet, würde mich interessieren, könnten Sie es kurz klarstellen? Ist dieses so getroffene Zitat korrekt oder können Sie das dementieren? Das kann ich klar dementieren, das haben wir auch schon mehrfach gemacht. Es gab eine Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen von Benjamin Netanyahu mit dem Bundeskanzler im Oktober in Tel Aviv. Und da hat Herr Netanyahu diese Formulierung verwandt, aber nicht der Bundeskanzler. Und er hat es auch nicht in internen Runden so genannt. Zusatz? Jetzt hat der israelische Premier das ja öffentlich Olaf Scholz zugeschrieben und auch nochmal wiederholt auf X. Da würde mich interessieren, hat die Bundesregierung denn insistiert, dass diese Aussage entsprechend korrigiert wird von Seiten der israelischen Regierung? Wir haben auf jede entsprechende Anfrage genauso geantwortet, wie ich es hier gemacht habe. Ob wir direkt bei der israelischen Regierung interveniert haben, wäre mir neu, aber das prüfe ich gerne nochmal.